Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Mod Long War Season 3. In der letzten Folge hatten wir eine relativ leichte Mission, die wir relativ stumpf angegangen sind. Und jetzt geht es endlich wieder weiter. Jawohl. Und jetzt kommen gleich neue Soldaten an. Sehr schön. Wollen wir uns mal angucken, was die Neuen so hergeben. Baracken. Sind da ein paar talentierte Leute dabei? Maria könnte was drauf haben. Ihre Bewegungsreichweite, die gefällt mir ganz und gar nicht. Naja. Scannen wir weiter. Denn der Monatsende steht kurz bevor. Und da ist eine weitere Laserkanone fertig. Sehr schön. Und die montieren wir hier bei Pagan drauf. Sehr schön. Dann fehlt uns eigentlich nur noch eine Laserkanone im Bunde. Aber ich glaube, die müssen wir erstmal bauen. Gut. Nein, Items möchte ich jetzt keine kaufen. Denn wir sparen ja noch ein bisschen. Die Nachfrage von Europa ist ausgelaufen. Und da sind die Lasergewehre fertig. Oh, jetzt weiß ich, was das für eine Ding war. Ich habe doch eine Anfrage für einen Soldaten bekommen. Ein Tauschgeschäft. Und diese Anfrage ist gerade ausgelaufen. Satelliten? Nein. Sektoiden für einen Wissenschaftler? Nee. Tja, aber die Nachfragen für einen Waffentausch gegen Soldaten kommen wieder, von daher kein Problem. So, was laber ich da? Der nächste Satellit ist oben. Und die Mutant-Autopsie ist fertig. Sehr schön. Gut. Da könnte man den gleich mal verhören. Das dauert ganze 10 Tage. Klick das mal an. Dann sollten wir wohl auf Xenogenetics gehen. Und der Ratsbericht steht in 2 Tagen bevor. Ja, ist ja gut, Dr. Wahl. Ist gut. Dass man die mal mundtot machen muss. 20 Illyrium. Für 200 Kröten, da sage ich nicht nein bei unserem Vorrat. Da hätte die Nachfrage ruhig ein bisschen größer sein können mit einer größeren Belohnung. So, jetzt haben wir 200 zusätzliche Kröten. Jetzt warten wir noch den Ratsbericht ab. Wobei, den einen Tag, da könnten wir durchaus noch die Laserkanone in Auftrag geben. Denn wir haben es ja momentan. Wobei, ich könnte auch einen Satellitennexus in Auftrag geben. Der wird nämlich ein bisschen länger dauern. Ich meine, den Satellitenablink, habe ich gerade Nexus gesagt? Soweit sind wir ja noch lange nicht. So, sehr schön. Gut, und dann können wir weiter scannen. Und der Ratsbericht kommt jetzt rein. Gut. Und das freut mich, dass ihr extrem impressed seid. Beeindruckt. Okay, da wir jetzt durch den Monatswechsel neues Geld haben, würde ich mal sagen, machen wir einen Intel-Scan für die 50 Kröten. Lohnt es sich auf jeden Fall. Und schon wieder in Argentinien. Naja. Da würde ich gerne wieder einen Assault hinschicken. Einen mit relativ viel Bewegungsreichweite. Thea hat 14. Tyson hat nur 12. Lehmann ist unser Hauptagent. Wobei, wir wollten ja einen hinschicken mit... Nein, mit Ganzlinger, da habe ich mir doch ein paar gezüchtet. Du hast Ganzlinger, okay. Deine Bewegungsreichweite, die passt mir ja ganz und gar nicht. Wieso gehe ich immer komplett raus? Das ist doch ekelhaft. Lehmann, wie schaut's bei dir aus? Du hast auch ganz länger. Gut. Dann nimmst du das T-Shirt mit. Das momentan nicht zur Verfügung steht. Warum? Ist beschädigt worden und ich weiß nichts davon. Auf jeden Fall gibt es hier eine Laserpistole. Nimmst du halt nur das Ceramic Plating.
Das ist besser als nichts. Statt der Flashbang könnten wir dir eventuell noch einen Scope mitgeben. Ja. Hört sich nach einem Plan an. Dann viel Spaß. Jetzt muss ich doch nochmal in die Repair Bay reingucken. Nö. Das T-Shirt ist nur vergeben. Okay. Gut, dann scannen wir jetzt weiter. Ein Satellit ist fertig. Und ich muss mir eigentlich noch überlegen, was ich mit den 433 Kroten hier noch anfange. Auf jeden Fall geht es jetzt mal weiter zur nächsten Mission. Und da kommt direkt ein Abfangjäger, der es auf unsere Satelliten abgesehen hat. Und alles, was wir haben, hier ist hier Major Sizzler mit seiner, wie soll ich sagen, mit seiner Avalanche. Captain Pagan wird noch 2 Tage brauchen. Vielleicht können wir den, wie soll ich sagen, so lange auf Distanz halten, bis es ihm vergeht. Wobei ich habe das ungute Gefühl, wir werden jetzt den Satelliten verlieren. Da hast du ohne Laserwaffen keine Chance. Komm. Lass es bleiben. Wir opfern einen Satelliten, bevor wir einen Jäger komplett opfern. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte scannen. Und ja, da haben wir unseren Satelliten verloren. Und schon wieder über Deutschland. Naja, zum Glück haben wir Ersatz. Und ein weiteres Satellit ist gleich fertig. Aus diesem Grund würde ich sagen, bauen wir noch einen Satelliten. Was Satelliten kann man ja an sich nicht genug haben. Da können wir vielleicht noch eine weitere Rüstung basteln. Oder noch ein paar Laserpistolen. Da haben wir ja eh nicht genug. Da gibt es noch 3 weitere Laserpistolen. Ja, das können wir uns auf jeden Fall leisten. Noch eine Ersatzrüstung, falls eine kaputt geht. Das dauert 10 Tage. Dann würde ich hier gerne noch Ausgrabungen anstellen. Hier könnten wir an sich einen Workshop hinbauen. Aber wir haben kein Geld mehr. Ich habe das Geld so schnell zum Fenster rausgeschmissen. Graben wir erstmal die untere Ebene aus und unterstützen ein bisschen unsere Wissenschaftler. Und da kommt jetzt ein Medium Raider. Da können wir nichts dagegen machen. Und der ist gelandet. Gut. Dann schicken wir wohl oder übel. Wer führt die Mission an? Ich hätte da schon gerne meinen besten Infanteristen mit dabei. Es ist ja ein Medium Landing, das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Da können 500.000 Mutants an Bord sein. Deswegen nehme ich hier mal alles, was top ist, mit. Denn wir werden hier unsere Besten schon benötigen. Aber ich würde auch gerne mal wieder Lea mitnehmen. Ich hoffe mal, dass sie diesmal nicht wieder verletzt wird. Ja, die Beförderung wird auch eine Zeit lang dauern. Und dann fehlt uns nur noch ein Gunner. Kaffee. Da wollen wir unsere Hoffnung auf Even setzen. Nee, komm, wir nehmen schon unseren besten Sergeant mit. Ich glaube, der war in der letzten Mission auch dabei, so wie er ausgerüstet ist. Überprüfe nur noch trotzdem noch einmal die Details. Alles mal bitte abgeben. Der bekommt auch eine richtige Rüstung. Ein Lasergewehr. Pistole braucht sie nicht wirklich. Aber ein Scope. Hier mal eine Rüstung. Ein Lasergewehr. Und natürlich den Arc Thrower. Vielleicht gelingt es uns ja, einen Alien gefangen zu nehmen. Wer weiß das schon? Ich weiß es definitiv nicht.
Aber ich lasse mich gerne überraschen. Bei dir scheint soweit alles zu passen. Du bekommst eine Rüstung und ein Lasergewehr. Und ein Scope. Und natürlich die letzte Pistole. So, locker. Du nimmst da Carapace Armor. Laser Rifle. Heavy Laser Rifle natürlich. Und ein Scope. Flashbang behältst du mal. Wir haben nur zwei Flashbangs dabei, wie es aussieht. Das ist an sich nicht viel, wenn man ein Alien festsetzen will, aber naja, man kann es mal ausprobieren. Launch Mission. Vielleicht wird es ja unsere alte, wohlbekannte Map mit unserem Camperhügel. Auch da lasse ich mich gerne überraschen. Begin Assault. Und nö, es sieht nach einer Map aus, die mir weniger gefällt. Weil die Map, die ich meine, da ist es ja relativ dunkel. Naja, nachts ist es ja meistens dunkel. Aber jetzt schauen wir uns mal erstmal diese Gegend hier an. Launch Mission. Vielleicht finden wir hier auch irgendwie einen Camperhügel, den wir irgendwie verteidigen können. Oder ist es die Map, weil plötzlich ist es dunkel? Okay. Dann verteilen wir uns irgendwie. So. Na, ist es nicht schön, einen Rocket hier zu haben, der ein paar Bewegungspunkte hat? Kaffee, du versteckst dich mal hier. Emily geht dich hinter dem Baum hier in Deckung. Und schon gehen uns langsam die Deckungspunkte ab. Beziehungsweise aus. Große Frage ist, von welcher Seite... Naja, von links können wir nichts erwarten. Dann ist das UFO hinter diesem Hügel. Sollten wir klassisch unsere Position wieder einnehmen und alles abschießen, was uns da entgegenkommt. Dementsprechend stellst du dich mal bitte auf diese Seite hier. Und dasselbe gilt auch für dich. Weil da ja nichts mehr ist, links von uns. Wir bereiten uns mal auf alles vor. Außer du darfst natürlich einen Overwatch machen. Ich hoffe nur, dass ich nirgendwo die Waffen vergessen habe. Es könnte sonst ein bisschen ärgerlich werden. So, mal schauen, ob rechts von uns was ist. Jetzt sollten wir erstmal die Gegend absichern. Klassisch natürlich. Ja, die brüllen da schon wieder. That's not good. Okay. That's affirmative. 51, 56, 66. Das ist nun gar nicht gut. So, dann schieß doch mal bitte auf den Berserker. 8 Schaden, gut. Den Berserker müssen wir so schnell es geht zu Fall bringen, weil sonst bereitet er uns Ärger. Oh, und mein Sniper hat auch noch Panik. Das ist nun gar nicht gut. Komm, 100%. Bitte keine weitere Panik, Leute.
Komm, mach so viel Schaden, wie es geht. Gut. Okay, jetzt dürften wir den locker easy platt machen. Komm, 100%, weg ist er. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns ja auf die neue Situation mit den Berserkern irgendwie einrichten. Schlimme daran ist, dass wir hier wirklich eine verdammt miese Deckung haben. Wir hätten den Berserker gefangen nehmen können. Nicht mit diesem Geist da drüben. Die Frage ist, wenn ich den jetzt eine richtig coole Granate... Oh, nee, ich habe ja mein Ding verbraucht. Damn it. Doktor. Schieß einfach mal. Ja, doch, das kann man anbieten. Lea müssten wir noch einfach irgendwie umpositionieren. Vielleicht treibst du mir den hier einfach aus der Deckung raus. Wie sehen eigentlich deine relativ guten Trefferchancen aus? 44, 55. Also einen könnten wir definitiv umnieten. Steht schon mal fest. Diese Panikattacke hier und diese hier, die bringen uns eigentlich nur in Schwierigkeiten. So, Catweasel. Wohin des Weges? Mach mir hier mal einen Overwatch. Wobei, wenn die Granaten schmeißen... Komm, haut, jag den mal aus der Deckung raus. Und es bringt uns nur Nachteile. Sehr schön. Nee, komm, zieh dich da zurück. So, jetzt können wir nur hoffen, dass die gnädig mit uns sind, die Mutons. Okay, der bewegt sich in unsere Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Oh, oh. Nein! Böser Muton. Oh, damn it. Lass es. Ach du Schreck. Okay. Du, mein Freund, machst den hier mal platt. Denn jetzt müssen wir wirklich ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, das reicht. Oh ja, es reicht aus. Gut. 76%. Und der hat immer noch einen Hitpoint. Das ist dann nicht so gut. Und du hast nur noch einen Schuss übrig. Okay, und da war es nur noch einer. Komm, lad mir mal nach. Oder Blendgranate? Überlege ich mir noch. Jetzt müssen wir irgendwie Lea da erstmal wieder rausholen. Hm. 63%. Okay. Du hast auch noch Panik. Komm, unser Medic ist unsere letzte Hoffnung, von daher kommst du zuerst dran. Nur 33%, ich hoffe, das reicht mal aus. Gut. Okay.
Du darfst nachladen. Orientieren wir uns einfach mal neu um. Aber bitte nicht zu weit vorrennen, weil sonst bekommen wir hier noch Schwierigkeiten. Okay, du darfst jetzt nachladen. So, und jetzt müssen wir erstmal Lea wieder zusammenflicken. Das war eine Sache. Ihre erste Mission seit langem und was passiert? Ich liefere sie den Mutons aus. Was mache ich denn hier? Ich wollte dich bewegen. Beziehungsweise Lea hier hin. Lad mal nach. Du darfst hier mal die Augen offen halten, falls sie was anrückt. Dasselbe gilt für dich hier. Okay, dich bringen wir mal wieder irgendwie in eine halbwegs sichere Position. Das wäre dann hinter diesem Baum hier. Du gehst zu diesem Baumstumpf und lädst mal nach. So, und du heilst hier erstmal. Ach du Schreck. Bitte komplett. So, und dann sollten wir uns in diese Richtung orientieren, weil da das UFO ist. Bring mal Steady Weapon. Direkt voraus. Hört sich wie eine Cyberdisc an. Und das gefällt mir mal gar nicht. Du ruckst erstmal hier hin. Vor. So, und hier rückt mal nach. Diese Flanke dürfte jetzt relativ sicher sein. Zumindest denke ich mir das. Okay. Rück mal hier nach vorne. Und lad nach. Denn du versteckst dich erstmal hier. Gehst mir hier auf Steady Weapon. Du gehst mir hier hin. Und machst auch mal Steady Weapon. Du rückst vor und lädst nach. Lass mir hier Steady Weapon und jetzt sind wir wieder in Formation Richtung Ziel. Okay, jetzt benutze ich meinen Gunner als Scout. Das ist ja auch nicht gerade clever. Aber irgendjemand muss diesen Job ja machen. Vor allem so eine schwere Waffe vorne an der Front. Ich will da noch niemanden unnötig rennen lassen. Wenn wir hier Position beziehen wollen. Naja, vielleicht können wir uns das hier erlauben, schon mal hierhin vorzusprinten. Wir dürfen nur nichts aufdecken. Und solange wir auf dieser Linie bleiben, werden wir auch nichts aufdecken. Das ist schon mal sicher. Deck bitte nichts auf. Gut. So, Lea, dann stellst du dich mal hier hinter den Baum. Loco geht mir mal bitte hier hin. Unser Rocket Launcher stellt sich hier hin. Der Justin. Ja, das ist sein Name. Und mein Sniper hätte ich dann auch gerne viel näher dran. Aber hier gibt es ja mal gar keinen schönen Abstellort. Ich glaube, die eine Runde wirst du da überleben. Und du machst mir hier ein Overwatch.
heard something. Ich hoffe, du hast da nichts gehört. Moving. Hostile spot. Wow. Holy shit. Okay, ich hoffe, die Rakete trifft. Ist wahrscheinlich nicht. Ja, hast du gut gemacht. Okay, soweit. Nee, mein Medic kann ich da nicht gebrauchen. Komm, mach ihn platt. Okay, schon mal ein potenzieller Schildgeber weniger. Und das sollte eine ganze Menge Schaden machen. Ist die Drohne eigentlich kaputt? Weil da war doch eine Drohne. Heat Whites, das macht mehr Schaden bei Granaten gegen robotische Einheiten, also nutzen wir das auch mal kurz aus. Fang! Ja, immerhin 4 Schaden und jede Menge Damage Reduction. Das Problem ist, dass dir das Ding und zu locker easy zerlegen kann. Ja, du müsstest mir an sich mal. Wie soll ich sagen? Ein Overwatch wegtriggern. Mein Sniper würde ich auch gerne irgendwie besser in Position bringen. Und du siehst da mal gar nichts. Das ist ja schön. Es ist noch zu früh, sich mit dem Ding anzulegen. Leer, Overwatch und so. Hier wirst du ihn aber nicht triggern können. Und das ist kein Low Profile. Noch einmal stelle ich dich nicht in die halbe Deckung. Das ist so ekelhaft jetzt, diese Situation. Steht direkt ein Mechthot vor uns. Ich glaub's nicht. Wenn ich mir sicher wäre, dass dieser Overwatch nicht trifft. Dann hätte unser Assault wenigstens 2 Schuss. Das da könnte schon den Overwatch auslösen. On the move. 100%. Und es macht nur 5 Schaden. Wie zur Hölle soll ich da jetzt einfach mal... Das ist ja schon außerhalb der Zone, das zählt ja nicht. Dann haben wir immer noch den Sektoid hier. Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist jetzt wirklich eine prekäre Situation. Close Encounters. Steckt es eigentlich mit Run and Gun? Ist wahrscheinlich nicht, oder? Nein, tut es nicht. Gut, probieren wir es mal so. Okay, das ist der Overwatch. Trifft er? Und wie? Komm, 100%. Oh ja. Oh, gut.
Elender Mechthoid. So, mein Freund, was treibst denn du jetzt, hm? Du ziehst dich zurück. Löst einen Overwatch aus. Und bist platt. Gut. Dann würde ich jetzt am liebsten mal meinen Assault wieder zusammenflicken, weil der ist derjenige, der da an die Tür klopft. Gehen wir mal hier hin. Okay, gut soweit. Das Meld interessiert mich darauf, das hatte vorerst mal gar nicht. Okay, ich würde dich schon noch gerne vorher nachladen lassen. Aber geh erstmal hier hin. Ja, ich glaube, da werden wir sämtliche Medikits benötigen. So, Lea, wo gehst du mir denn hin? Nicht an die Tür, das steht schon mal fest. Ich würde ja gerne hier irgendwo bei der vollen Deckung in Position gehen. Weil du stehst ja relativ gut. Du machst mir hier mal Steady Weapon. Catweasel geht mal hier hin, für den Fall, dass da mal Muton rausrennt, den wir dann irgendwie flashen können, beziehungsweise stunnen. Du nimmst mir hier diese Position in der vollen Deckung ein. Lad nach. Geh mal bitte hier hin. Mach Steady Weapon. So, jetzt ist die große Frage, schaffen wir es? Ich glaube, ich werde Catweasel doch an die Tür schicken. Ja genau, schmier die Dreck auf die Wunde. Das passt dann schon. Steady Weapon. Okay. Gut, dann kannst du da jetzt ein bisschen warten. Du machst mir hier mal einen Overwatch. Du machst hier Steady Weapon. Du machst hier Steady Weapon. Du lädst mir mal nach. Du lädst ebenfalls nach. Ja, wir wissen, dass ihr da drin seid. Nö, nö, das habe ich wissentlich ignoriert. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte meinen Assault gerne hier mit unten. Also warten wir noch eine Runde ab. Geht mein Gunner hier nach vorne. Lea geht hier in die volle Deckung. Du wartest bitte noch. So, Steady Weapon, Steady Weapon. Steady Weapon. Und natürlich hier auch nochmal Steady Weapon. So gut, dann gucken wir mal rein. Cyberdiskuten Berserker. No. Ja, genau, stand ihn mal. Das ist schlecht, weil da rennst du mitten durch das Sichtfeld der Cyberdisk. Genau, renn hier mal weg. Okay, dann lasst uns mal die Show beginnen. 0,2. Tja, damit sollten wir den Berserker wohl klein bekommen.
Es waren nur 7 Schaden. Das ist ja nicht gerade vieles. Close Combat Spezialist wird ausgelöst? Nee, wird er nicht. Okay. 2 freie Ziele. Und Lea sieht von da hinten nichts. Okay, lass mal unseren Medic ein bisschen schießen. Okay, und jetzt rennt er am Close Combat Spezialisten vorbei. Und kassiert. Und es macht nur 3 lausige Schaden. Okay. Dann wird es da Zeit für unseren Infanteristen. Der macht da mal 9 Schaden. Und jetzt nochmal Close Combat Spezialist. Oh, das ist nicht gut. Nee, kein Close Combat Spezialist. Damit haben wir ihm wohl oder übel einen Schuss verschenkt. Ich würde ja hier lieber nachladen. Oder mich hier zurückziehen. Ich habe ja nur Deckung in die Seite, nicht in die. Das ist nicht gut. Gut, schalten wir erstmal die beiden Floater aus. Bei dem Berserker kriegen wir auch so kleine. Das ist nicht das Problem. Gut. Die große Frage ist, wie schaffen wir die Cyberdisk? Bye bye. Okay, dann wird sich Lea wohl um die Drohnen kümmern müssen. Okay, die bringen sich alle erstmal in Position. Die Cyberdisk wird ja auch komische Wege fliegen. Ich bezweifle es, dass die direkt auf uns zukommt. Die sich positionieren, das gefällt mir ja auch nicht wirklich. Okay, Catweasel geben wir jetzt mal einen Abschuss. Okay, das war die Nummer 1. Du bist flankiert, aber nicht mehr lange. Lea schießt mal auf das da. Macht leider nur 2 Schaden. Du machst mir bitte den hier platt. Du machst hier einen Overwatch. Du gehst mir hier auf Steady Weapon. Ach, du siehst hier nichts. Mach mal einen Overwatch. Du siehst die Drohne auch nicht. ...58% ist ein bisschen wenig. Und hier rüber in die halbe Deckung zu wechseln, ich weiß ja nicht. Wieso zur Hölle siehst du den nicht? Komm, schieß einfach mal. Gut. Ein treffsicherer Assault ist ja schon einiges wert. Du machst mir hier auch einen Overwatch. Frag ich mich, was die Cyberdisk so großartig macht. Nichts. Nutzen wir diese Gelegenheit mal kurz, um nachzuladen. Komm, du machst mir einen Overwatch. Und kommt die Cyberdisk jetzt? Ich möchte die ehrlich gesagt nicht provozieren. Die soll zu uns kommen. Die hockt da jetzt bestimmt irgendwo im Overwatch rum und wartet darauf, dass wir uns bewegen. Die Frage ist nur, wie lange können wir das jetzt so... Wie lange können wir dieses Spiel spielen? Komm, du lädst jetzt mal nach. Und du machst hier Steady Weapon.
Okay, da kommt die Cyberdisk und löst jede Menge Overwatches aus. Und keiner trifft. Ist das ekelhaft. Weil ich jetzt nicht noch gleich angreifen kann. Komm schon, wenigstens einer. Das ist so ekelhaft. Gut gemacht, Lea, aber das macht den Braten leider nicht fett. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nee, die wirft eine Granate. Ekelhaft. Ekelhaft. Kannst du uns mal von diesen Viecher befreien? Abweichung von 0,2. Das sollte funktionieren. Und das waren jetzt 8 Damage. So. Jetzt müsste ich mich eigentlich erstmal in Deckung bewegen, wie es aussieht. Oder wir machen das Ding instant platt. Das große Problem daran ist jetzt, dass hier uns die Deckung fehlt. Und du siehst die noch nicht einmal. Komm, Cat, schieß mal drauf. Gut. Na komm, die machen wir platt. Sehr schön. Und die Outsider werden wir wohl persönlich abholen müssen, wie es aussieht. Wir gehen hier jetzt auf jeden Fall mal runter von dem Hügel. Weil das hilft uns auch nicht großartig weiter, hier weiter zu campen. Moment mal kurz, was haben wir denn da? Ein Floater. Ha. Okay, das ist ein Problem. Machen wir mal einen Overwatch hier. Bist du hier der Letzte, oder? Komm, ich riskiere es einfach mal. Man, das Holt hat schon zu viel ausgehalten in dieser Mission. Da wird uns dieser Sprint auch nicht umbringen. Komm, mach ein Blatt. Ich lasse hier am besten mal gar nichts anbrennen. Gut. Lad nach. Lea, lad nach. Jetzt müsste man an sich wissen, in welchen Raum die Outsider stecken. Dann sind sie ja relativ easy ausgeschaltet. Genau, das hast du richtig erfasst. It's killing time. Alles außerhalb unserer Reichweite, wie es aussieht. Nur nicht diese Bewegung hier. Gib hier mal Deckung. Und Lea kommt nach. Wir werden es mal klassisch erledigen. Reingehen. Und bevor die merken, was sie getroffen hat, sind sie schon wieder erledigt. Komm, machen wir mal einen Overwatch hier. Und da du keine Raketen mehr hast, gehst du einfach mal mit. Gut, da hat sich der Einsatz eines Rocketeers wirklich bezahlt gemacht. Geh hier hin und lad nach. Lad nach. Also wenn die hinter dieser Mauer sind, dann könnten wir die locker easy wegspringen. Naja gut, wir, unsere Granaten machen nicht den erwünschten Schaden, aber naja. Und ich habe das ungute Gefühl, dass ich in dieser Mission doch noch einen Soldaten verlieren werde. Ich weiß mir da nicht zu helfen. Die große Frage ist da wirklich, gehen wir hier links rum oder rechts rum? Auf jeden Fall nehmen wir erstmal den Raum hier ein. Cat Weasel, geh bitte hier lang. Nicht, dass du links noch was von uns aufdeckst. Okay, und das ist lächerlich, wie weit du rennen kannst. Aber geh da rein. Da sollte nichts passieren. Du hast einmal Entdeckung vom Assault.
Und das Team sollte auch relativ dicht beieinander stehen. Oh, das macht ja wirklich Spaß, ein Rocketeer zu haben, der wirklich weit rennen kann. Und du halt mal die Augen offen. Okay, entweder in diesen Raum oder in diesen hier. Das bedeutet für uns, dass wir uns hier mal in Position bringen. Catweasel an die vorderste Front, bitte. Ja, hier ist auch immer eine Deckung in dieser Richtung hier. Das passt schon so. So, mal schauen, wie wir die aufscheuchen werden. Ob es schon in dieser Runde der Fall sein wird oder in der nächsten. Natürlich habe ich meinen Infanteristen am weitesten weggestellt. Finde ich gut. Mein Sniper sollte auch irgendwie in einem Winkel dastehen, in dem diese Seite abgesichert wird und auch in diese Seite geschossen werden kann. Mal mit den Overwatch. Sting Weapon. Overwatch. Okay, dann gehen wir in der nächsten Runde rein. Ich glaube, der Raum hier ist relativ frei. Mach mal auf. Gut, sieht so aus, als wären die in der Kommandozentrale drin. Okay, gut. Bringen wir uns jetzt hier in Position. Müsste wirklich von beiden Seiten anmarschieren, aber das Problem ist, wenn die nicht in diesem Raum sind, sondern in den hier. Na, höchstwahrscheinlich sind die auch da drin. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Du gehst natürlich auch erstmal hier hin. Okay. Stell ich mal bitte hier hin. Das missfällt mir wirklich. Geh hier hin. Nö, 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 du wartest bitte noch. Steady Weapon, bitte. Overwatch. Gut, dann gehen wir in der nächsten Runde mal hier rein. Wobei ich meinen Sniper auch gerne hier hinstellen würde. Warten wir halt eben noch eine Runde ab. Du kannst dich einmal ein bisschen näher hinstellen. Machst mal einen Overwatch. Und der Rest nochmal Steady Weapon. Gut. Dann machen wir jetzt mal die Tür auf. Okay, die sind im Kommandoraum, wie es aussieht. Ich möchte mich da mal nicht überraschen lassen. Okay, die Tür hier ist offen. Diese hier auch. Damn it. Gehen wir mal hier hin. Okay, du siehst hier nichts. Was ja nichts bedeuten muss. Du gehst mal bitte hier hin.
Hier an die Tür möchte ich an sich niemanden hinstellen. Alter Schwede, das wird hier heftig. Kannst du da gefahrlos hin? Gut. Weil damit kann ich dich hier an die Tür stellen. Du geh mal hier hin. Okay. Du machst mir hier Steady Weapon. Du darfst hier Steady Weapon machen. So, Lea. Du gehst noch hier mit dazu. Ich hoffe, du löst da nichts aus für ihn aus. Okay. Du machst mir hier Steady Weapon. Gut, dann schauen wir mal. Nichts? Lea, einmal ein Battlescanner da rein, bitte. Okay, die stehen da links im Eck. Gut. Das bedeutet, wir können unsere Taktik hier ein bisschen modifizieren. Und du wechselst damit. Okay. Wir warten mal eine Runde ab. Das interessiert die beiden mal nicht. Und du gehst mir mal hier hin. Und die gehen beide hinter die Konsole. Die Situation kennen wir ja bereits. Okay, das ist nicht so gut. Ah. 74%. Weg damit. Das schon mal richtig gut kassiert. Wir könnten die einfach auch stürmen. Große Frage ist aber nur wie. Mein Sniper ist hier relativ nutzlos. Du machst erstmal einen Overwatch. Eine Granate da reinwerfen. Haut das hin. Was, dadurch geht die Konsole kaputt, aber naja. Holen wir uns den zweiten in der nächsten Runde. Falls der sich hier nicht platt machen lässt. Weil der kann uns an sich mal gar nichts. Dammit. Geh mal hier hin an die Tür. So, was treibst du? Du löst einen Overwatch nach dem anderen aus und überlebst es sogar. Nein, das überlebst du jetzt aber nicht. Mhm. Es war ein guter Plan, schlecht ausgeführt. Naja, beim nächsten Mal vielleicht.
Wir haben ja noch massig Zeit, um noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Outsider gefangen zu nehmen. Die werden ja nur immer stärker mit jeder Mission. Also, was soll denn die Eile? Missions like that are sure to boost everyone's confidence. So, meine Freunde, aber ich glaube, das war's jetzt mit dieser Folge. Wir haben hier richtig gut abgesahnt. Jede Menge wirklich sehr wichtige Rohstoffe einkassiert. Jo. Verkaufen wir noch schnell mal das ganze kaputte Zeug. Das bringt uns nochmal 30 Kröten ein. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war es jetzt wirklich von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!